So, willkommen zum neuen Video. Heute in Heubach bei der deutschen Meisterschaft beim Pumptrack. Die ganzen anderen BMXer sind auch mit dabei. Jojo, Marco, David. Aber wir haben echt Pech mit dem Wetter. Chris. Ja, schon noch. Okay, der Sprecher übertreibt ein bisschen. Wir ziehen uns jetzt gleich um. Das Training geht gleich los. Und, hey Junge, da kannst du kein Video aufnehmen. Uns geht's gut! Das Training hat gerade angefangen, ich bin umgezogen und ich gehe jetzt gleich mit dem Jojo auf die Strecke und schauen uns hier ein bisschen an und dann nehme ich nachher wieder zum ersten Lauf dazu. So, die ersten paar Runden sind durch im Training. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt versteht, hier ist alles so laut, aber wir haben noch 1,5 Stunden Training und deswegen, wir machen jetzt ein bisschen Pause, fahren nachher nochmal. Heute sind echt viele gute da, auch gute Mountainbiker, und da mal schauen, was so geht. Safe. Zwei Mädels, einen Burschen reichen wir. Mit Höchstgeschwindigkeit. Nur auf dem Hinterrad. Mach einen Flip! Wir machen uns bereit. Mit massivem Case. Das Hinterrad kann ein Schrott. Was sagst du zur Strecke? Ist relativ hart. Wahrscheinlich durch den Asphalt. Also ich muss mal, Junge, es ist immer, wenn ich filme, fängt der Typ mit seiner Rätsche an, ohne Witz. Im Training vor allem. Video, ist okay. Und da kommt Rita Hoffmann wieder durch, eben fein kommt. Es ist toll, ein sehr, sehr starkes Team hier mit Regen. Muss ich auch noch was zum Besten geben. Ja. Also Aaron Joost, der gewinnt heute, der wird der deutsche Meister Pumptrack 2022. Ja, und zur Info, Philipp ist Vize-Weltmeister im Pumptrack. Also ich glaube, die Sache ist so gut wie entschieden heute. Aber wir sind ja alle. Wir alle fronted einfach. Aber wir sind ja wegen Spaß da und wegen Aufkleber. Ne, ich hatte jetzt gerade einen kleinen Sturz im Training. An sich nichts Schlimmes passiert, bin vom Pedal abgerutscht und dann ein bisschen mit dem Ellenbogen, Knie auf dem Boden. Ich glaube nur Schürfwunden. Also ich fahre auf jeden Fall noch, aber war schon mal nicht so geil. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen einzurollen und dann trotz meinem Rennen einigermaßen abliefern zu können. Ich hätte die zwei Idioten beim Warm-up. Deutschland kam es jetzt durch. Wir machen es jetzt warm für die Quali von der DM. Zeit bereit. Jetzt geht's los. Born ready, Alter. Wir haben schon die Also ihr habt ja gerade gesehen, die erste Runde war gar nichts. Ich muss auf jeden Fall noch eine zweite fahren, sonst ist es gleich vorbei. Aber ich fühle mich nicht so wohl auf dem Rad und auf dem Pumptrack. Aber ich gebe jetzt mein Bestes und dann mal schauen, ob es reicht. Hoffentlich macht er einen coolen Trick. Backflip oder sowas. So, die 25. Da geht es jetzt nochmal. Oder Kickflip. Let's go! Kommt sie nochmal durch, Aaron Joost. Auf deine Zeit von 17.09. Zum Fazit deiner Quali sagen. Runde war okay, geht noch besser. Schauen wir dann, ist 16 danach, oder? Aaron haben wir in der Tasche. Da drin. Da drin. Ja. Nee, zweite Runde war auch einiges besser, aber es ging einfach nicht schneller. Und ich bin zufrieden mit der Runde und das war alles, was ich wollte. Also eine Runde weiterkommen wäre ganz cool gewesen, aber war jetzt heute nicht drin. Dann mal schauen, was. Das sind noch gar keine Ergebnisse. Ja, jetzt schauen wir mal von der Zeit, das rechnen wir halt. Komm, ein bisschen optimistisch mal, hier. 20er Zeit nach. Packst du das? Ja, das sind 22er. Junge. Ich fahre den Frauen. Da bist du gar nicht viel schlechter gewesen. Ja. Nee. Aber ich denke, ich sehe da noch ein paar Videos von den anderen. Vielleicht bin ich auch aufs Finale von Philipp. Hallo Mama, hallo Papa. Auf geht's, komm!
komm, Marco, komm! Ja, aber er hat ihn nicht. Auf geht's, komm, komm, komm! Na, ja, da war leider ein Fahrfehler drin. So, Rennen ist vorbei. Ich sitze jetzt wieder mit dem Jojo im Auto. Das Finale ist gerade durch. Philipp hat, wie erwartet, gewonnen. Gleiches Fazit so zu meinem Rennen. Ich bin mit der ersten Runde gar nicht zufrieden. Hat so viele Fahrfehler. Bin auch ein paar Mal fast hingeflogen. Mit der zweiten Runde bin ich auch zufrieden. Die war 17.09, glaube ich. Ich habe jetzt am Schluss gesehen, es hat wegen 200stel hat's nicht gereicht. War dann 17. und somit dann nicht weiter. Aber, wie gesagt, ich bin zufrieden mit der Runde, es waren echt viele gute Fahrer da, das hätte ich nicht so gedacht heute Morgen. Und deswegen ist okay, es ging um Spaß, ich hatte eine gute Zeit mit den anderen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst. Also dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, danke fürs Anschauen.